Stelle, wo wir jetzt uns befinden, ist an dieser Stelle. Bis zum Taiwan Stadtzentrum ist noch nicht 50 Kilometer. Wir sind aber ein bisschen herumgefahren wegen Straßenbau und einer direkten Straße. Auf dieser Karte erkennen wir diese rosa Fläche. Das wurde damals von uns als Befreiungsgebieten genannt. Bei diesen Gebieten waren im Vietnamkriegszeiten nur unter unserer Kontrolle. Die Amerikaner versuchten, diese Gebiete zu erobern, und zwar mehrmals, aber hat das nicht gelangen. Diese Gebiete zu besitzen: Küche mit Speiseraum, Beratungsraum, Schlafräume, Lager für unsere Munition, Nahrungsmittel und Kampfbunker. Hier unten machen wir die Öffnung, genau richten wir von unten unsere Gewehr hinauf und schossen auf die Soldaten des Gegners auf dem Boden. In der zweiten Etage hat eine Tiefe bis 6 Meter tief. Und dritte Etage hat eine Tiefe von 8 bis 10 Meter tief. In diesem weiteren Etage benutzten die Partisanen nur bei Gefechtsbedingungen auf dem Grunde, wenn wir nicht wehren könnten, dann rückten die Partisanen in der zweite und dritte Etage runter und verschwinden von einer Abtei zu anderen Abtei. Sogar kann man von hier bis direkt unter den amerikanischen Spitzpunkten, 5 Kilometer von hier, durchlaufen, durch in diesem Tunnelgang und verstecken direkt unter den amerikanischen Spitzpunkten.